diejenigen von euch, die die Frage nicht verstehen, sie spricht von Ashwatthama. Am Ende des Krieges, eines schrecklichen Krieges, waren alle auf beiden Seiten von sich selbst und von allen angewidert, einen solchen Krieg weitergeführt zu haben. Nachdem fast 100.000 Menschen getötet worden waren, zu jener Zeit, als die Bevölkerung noch nicht einmal 10% von heute betrug. Ashwatthama beließ es nicht dabei. In seinem Zorn ging er hinaus und tötete schlafende Kinder. Die Kinder schliefen, und er zog los und schlitzte ihnen allen die Kehle auf, als Rache für das, was er als ungerecht empfand. Möglicherweise unfair, aber das ist, was er getan hat. Krishna verfluchte ihn also nicht mit dem Tod. Er sagte, ich verfluche dich mit Unsterblichkeit. Du musst für immer mit dieser Schuld sein. Was ist also die Konsequenz davon? Ich glaube, sie sind alle... Ashwatthama manifestiert sich in den Vereinigten Staaten und tötet all die Kinder in den Schulen. Ja. Er ist hier. Warum will man sonst in eine Schule gehen und von allen Menschen ausgerechnet Kinder töten? Man könnte zumindest Erwachsene wählen. Ich sage nicht, dass es besser ist. Aber ich sage, es ist eine Manifestation von Ashwatthama. Weil du über etwas verärgert bist, gehst du los und tötest Kinder, die schlafen. Das ist etwas, das du verstehen musst. Denn in dem Moment, in dem du etwas Geld und Komfort hast, willst du für immer leben. Aber das ist das Schlimmste, was dir jemals widerfahren kann, dass du nicht sterben kannst. Hallo? Ich möchte, dass du dir einfach vorstellst, du sitzt hier nach 1 Million Jahren, ich bin weg, alle sind weg, aber du sitzt immer noch hier. Das ist das Schlimmste, nicht wahr? Du stirbst auch mit der Zeit, vielleicht willst du nach mir sterben, da stimme ich dir zu. Aber dass du auch eines Tages stirbst, ist eine gute Sache. Du kannst nicht sterben, das ist eine schreckliche Sache, nicht wahr? Also verfluchte er ihn mit der schrecklichsten Sache. Er sagte, du musst immer mit dieser Schuld leben. Du solltest also verstehen, wenn Krishna spricht, sogar über sich selbst, wenn er sagt, ich, spricht er nicht über sich als eine Person. Er spricht über sich als eine Qualität, als ein Bewusstsein. Als er also Ashwatthama verfluchte, meinte er dasselbe. Es geht nicht darum, dass dieser Mann ewig leben wird. Es gibt jene, die eine solche Tat begehen, weil sie auf etwas wütend sind, weil sie nachtragend sind. Sie ziehen los und Kinder, die schlafen, sie ziehen los und töten Kinder, die schlafen. Solche Menschen müssen immer leiden. Denn es gibt viele Dinge unter den Menschen. Wenn ein Krieg herrscht, tötest du. Das sollte nicht passieren. Er hat alles Mögliche versucht, damit das nicht passiert. Als es passiert ist, sagte er, kämpfe lieber. Du kannst nicht auf das Schlachtfeld gehen und sagen, ich werde nicht kämpfen. Du solltest nicht aufs Schlachtfeld gehen. Wenn du einmal dort bist, musst du kämpfen. Also sagte er, kämpfe. Sie kämpften, alle töteten sich gegenseitig, so viele Menschen starben. Große Helden sind gefallen, gute Menschen starben, schlechte Menschen starben, alle Arten von Menschen starben. Wenn es vorbei ist, gehst du los und tötest Kinder. Solch ein Mensch sollte für immer leiden. Das ist der Fluch. Denn es gibt einige Dinge, die nicht gut sind, aber trotzdem tust du sie, weil du in Situationen gefangen bist. Das ist, nachdem die Situation vorbei ist, weil du verloren hast. Wenn du den Krieg gewonnen hättest, hättest du es nicht getan. Weil du den Krieg verloren hast und voller Groll bist, gehst du los und tötest die Kinder. Das ist nicht. Daran musst du für immer leiden. Die Unsterblichkeit ist nicht für den Menschen, sondern für das Leiden, das sie in einem verursacht. Du kannst es tun, du kannst ein anderes Leben nehmen, aber du machst eine enorme Menge an Leid durch. Das muss für dich immer so weitergehen, das ist es, was er sagt. Weil das ist die Natur des Lebens. Es gibt viele Dinge, die wir tun können, aber wenn man bestimmte Dinge losschraubt, dann werden wichtige Dinge zusammenbrechen. Das ist es, was er zu sagen versucht.
Wir alle haben in der Schlacht gekämpft, wir haben getötet, wir haben viele Dinge getan, wir haben uns gegenseitig ein wenig betrogen, alle möglichen Dinge getan. Aber es ist immer noch eine Welt von Menschen. Wenn der Krieg vorbei ist, tritt man zurück. Jemand hat gewonnen, jemand hat verloren. Man tritt davon zurück, denn es ist vorbei. Nein, jetzt gehe ich in der Nacht umher und töte die Kinder, deine Kinder, die schlafen. Sie waren nicht geschützt, weil niemand dachte, dass jemand kommen und Kinder im Schlaf töten würde, sonst hätten sie Soldaten aufgestellt. Sie taten es nicht, weil sie dachten, wer würde die Kinder töten? Der Krieg ist vorbei. Wenn du also übermäßig nachtragend, übermäßig misstrauisch wirst, wirst du am Ende solche Dinge tun. Dies geschah. Ein Amerikaner reiste nach Moskau. Darf ich diesen Witz erzählen oder nicht? Ein Amerikaner reiste nach Moskau. Weil wir so viele Hollywood-Filme gesehen haben, bedeutet Moskau, wenn du aus dem Flughafen kommst, folgt dir der KGB. Rechts, links, in der Mitte, überall stehen Agenten und starren dich an. Weißt du, weil deine ganze Psyche aus Hollywood stammt. Jemand liest etwas und schaut zu dir auf. Alles ist verdächtig. Der Taxifahrer ist ein Agent. Jeder ist ein Agent. Mit dieser Psyche reiste er also nach Moskau, landete und war allem gegenüber misstrauisch. Dann ging er in sein Hotelzimmer. Dann sah er sich überall um, vielleicht ist alles verwanzt, weißt du? Also öffnete er, wie es James Bond normalerweise tut, das Mikrofon des Telefons, zog alles heraus und suchte dann hier, dort, überall. Er suchte die Glühbirnen ab, dies, das, die Feuermelder, alles überprüfte er auf Wanzen und alles andere. Als er nichts fand, dachte er, irgendwo muss es doch sein. Und dann kroch er unter das Bett. Dort sah er eine große Metallplatte, die mit 8 Schrauben befestigt war. Er dachte, das ist es, ich hab's. Mit großer Mühe schraubte er es ab. Es dauerte einige Zeit. Er schraubte alles ab und nahm die Metallplatte und warf sie aus dem Fenster. Innerhalb weniger Minuten hörte er einen gewaltigen Tumult vor dem Hotel. Krankenwagen, Polizeiautos und dies und das, pam, pom, pom, all das passierte. Er ging hinunter, um zu sehen, weswegen. Eine riesige Anzahl von Autos und Krankenwagen, alles. Dann nahm er den Hörer ab und rief die Rezeption an. Was geht im Hotel vor sich? Gibt es ein Feuer? Ist da etwas? Gibt es eine Bombe? Sie sagten, nein, im 4. Stock ist der Kronleuchter heruntergekracht. Die Leute aßen gerade zu Abend und er krachte auf sie. Krishna sagt also, fass bestimmte Schrauben nicht an. Wenn du diese Schrauben anfasst, werden die Dinge für immer über dir zusammenkrachen. Er gewährt Ashwatthama also keine Erleichterung. Zu allen anderen, die gegen ihn gekämpft haben, die in ihrem Leben schreckliche Dinge getan haben, sagte er, okay, als ein Mensch wurdest du wütend, du wurdest hasserfüllt, du hast etwas getan. Nun gut, es gibt einen Weg für dich. Aber er sagte, für diesen Mann gibt es keinen Weg. Er muss es für immer leben.